Wahrscheinlich auch geglaubt, dass irgendwann ein tödliches Virus kommt und dich töten wird. Und dementsprechend hat die Maßnahmen getreten. Und tatsächlich habe ich heute seit langem mal wieder jemanden getroffen, der auf der Straße hier Maske getragen hat. Also seit Monaten habe ich das nicht mehr gesehen. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht es allen sehr, sehr gut. Und wie ihr sehen könnt, die Touristenhochburg ist wieder da. Ganz viele Touristen sind wieder hierher gekommen und genießen ihren Jahresurlaub. Richtig krass auf jeden Fall, dass auch das noch gibt. Und es ist eine mega Sache natürlich für diejenigen, die alle natürlich von den kalten Temperaturen aus Nordeuropa oder auch aus Mitteleuropa flüchten wollen. Denn Sommer darf heiß sein, Sommer darf brennen natürlich. Und deswegen kommen viele Menschen einfach hierher in das beliebte Alanya mit über 300 Sonnentage im Jahr. Und sie geben sehr viel Geld aus aktuell, um hier in die Türkei einreisen zu können, beziehungsweise natürlich auch dort für eine Woche oder für 10 Tage mal sein zu können. Du kannst eigentlich pauschal sagen, pro Mensch, pro Woche ca. 1000 Euro. Ja, also ab 800 Euro ungefähr geht das los. Je nach Hotel natürlich, je nach Ausstattung, beziehungsweise je nach All-Inclusive oder eben nicht. Aber auch da, die Preise, überall sind sie natürlich gestiegen und deswegen ganz krass. Aber wen wundert es? Mich wundert es nicht. Sehr viele Menschen sind hier, ihr könnt es sehen, voll. Also wirklich voll Haus meiner Meinung nach. Und ja gut, die Preise dementsprechend angepasst. Aber ich denke, es ist eine mega Sache, so viele Touristen hier sehen zu können. Und viele Einheimische aber auch natürlich. Alanya dort mit einer Einwohnerzahl von knapp 500.000 Einwohnern so langsam, sind natürlich der Großteil auch einheimische Menschen natürlich, die hier leben und ja, nicht nur die sogenannten Ausländer, die die Preise kaputt machen oder sonst irgendwas, was für Unterstellungen es auch gibt. Und dementsprechend sind wir sehr froh und dankbar, dass wir hier sein können und diese Zeit genießen können. Es ist mega schön, mega warm, kein Wort wird hier in den Nachrichten verloren von irgendwelchen Klimawandlungen, Klimaveränderungen. Es ist einfach schön warm, schön heiß wie immer, 33 Grad, vielleicht habt ihr es auch in Instagram bei mir öfters mal gesehen. Normale Temperaturen für diese Jahreszeit, aber natürlich kann das alles so hingebogen werden, wie man das möchte. Die Medien natürlich haben die Macht und die Wiederholung ist natürlich auch hier die Mutter aller Dinge. Und dementsprechend ganz krass, was hier natürlich auch abgeht. Aber ganz entspannt hier. Soweit ich das beurteilen kann, sind alle sehr froh und dankbar, auch gerade die Urlauber, die Touristen, die hierher kommen, sehr viel Geld ausgeben, um diese Hitze zu erfahren, von denen sie ja quasi in Deutschland und Mitteleuropa gewarnt werden. Also es ist wirklich erschreckend krass, wie jeder, der das glaubt, weiß ich nicht, der hat wahrscheinlich auch geglaubt, dass irgendwann ein tödliches Virus kommt und dich töten wird. Und dementsprechend hat die Maßnahmen getreten und tatsächlich habe ich heute seit langem mal wieder jemanden getroffen, der auf der Straße hier Maske getragen hat. Also seit Monaten habe ich das nicht mehr gesehen und das finde ich sehr erschreckend, weil man merkt natürlich auch, wir sind gesund, wir sind topfit, sprühen vor Vitalität und haben aber natürlich auch dieses wahrgenommen, dass es durch die Luftfeuchtigkeit natürlich nicht so einfach ist zu atmen, sage ich mal. Man merkt schon die heißen Temperaturen, die hohe Luftfeuchtigkeit, aber dann noch eine Maske zu tragen, das finde ich auf jeden Fall hardcore erschreckend. Aber auch das, da musst du dich nicht wundern, wenn du dann durch die Maske oder durch die sogenannte Hitze dann natürlich durch diese Mischung umkippst. Ja, also dementsprechend auch hier gilt es wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und dementsprechend natürlich kein Blödsinn zu machen, was der Fernseher von dir verlangt, was du machen sollst. Ja, es ist wichtig zu diesen heißen Jahreszeiten natürlich ganz klar. Ich sitze jetzt hier in der Sonne, ich bin gut vorgebräunt, aber auch ich gehe jetzt gleich in den Schatten quasi, mache eine Sonnenpause, damit
wir natürlich auch hier nicht unnötig einen Sonnenbrand erwischen, beziehungsweise natürlich, was muss man auch machen? Ganz klar, es ist natürlich wichtig, genug hydriert zu sein. Ja, also Flüssigkeit, Wasser zu trinken, damit natürlich deine Vorsorge bzw. deine Vitalparameter, dein Körper komplett und sehr gut arbeiten kann. Ja, also das einmal dazu von mir nochmal als kleiner Tipp, als Hinweis, was man hier in der Hitze auch machen soll. Und gerade viele sagen, ja, was für eine Sonnencreme soll ich nutzen? Wir selber nutzen gar keine Sonnencreme, aber auch das darf natürlich jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte. Ich weiß natürlich, dass die Touristen, die jetzt hierher kommen und für 10 Tage natürlich alles rausholen wollen und natürlich, wie ich damals auch, an Tag 1 meines Urlaubs damals einfach mal einen Sonnenbrand zu bekommen und damit war der Urlaub dann gegessen. Also richtig krass, richtig schlimm. Deswegen als Tipp von mir, immer kleine Sonnenportionen konsumieren quasi und dann dementsprechend sich anpassen und peu à peu natürlich die Sonnenenergie aufnehmen und dementsprechend die Anpassung genießen, um einen schönen, entspannten Urlaub zu haben. Ja, das ist ja das Wichtige. So wie ihr es im Hintergrund auch sehen könnt, da hat ein Junge hier gerade jetzt einen Sonnenschirm aufgestellt, ist da unter der Sonne, unterm Schirm quasi, im Schatten und dementsprechend eine ganz tolle Geschichte. Ja. Also das einmal als kurzes Update von mir hier, was mit den Touristen hier abgeht in Alanya. Richtig voll das Ganze, richtig schön, freut mich hier sein zu können. Und schreib gerne mal auch in die Kommentare natürlich, wann du wieder hier bist in Alanya, beziehungsweise was für einen Urlaub du planst, wann du planst hierher zu kommen und wie es dann bei dir auch weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Schreib in die Kommentare, lass ein Abo da, einen Daumen nach oben und teil gerne das Video oder den Kanal, wenn dir das gefallen hat. Beste Grüße, euer Markus.